Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie zur Ringvorlesung Europäische Antike, antikes Europa. Und heute Abend, mein Name ist Ulrike Barbusiot, ich bin von der Rechtswissenschaft und ich darf Ihnen heute Abend die Referentin vorstellen, Carmen Cardelle de Hartmann, Professorin für lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit. Ganz kurz zu ihrem Werdegang. Sie hat zunächst klassische Philologie an der Universität Santiago de Compostela, also in Spanien, abgeschlossen. Dann hat sie ein Studium der lateinischen, griechischen und spanischen Philologie an der Universität des Saarlandes abgeschlossen. Und 1993 erfolgte die Promotion in lateinischer Philologie mit den Nebenfächern griechische Philologie und spanische Philologie. Als Postdoktorandin war sie vor allem an der LMU München tätig und dort auch wieder am Institut für lateinische Philologie, diesmal des Mittelalters. 2006 erfolgte die Habilitation und die Erteilung der Venia Legendi für das Fach lateinische Philologie der Antike und des Mittelalters. Und nach einem kurzen Zwischenstopp in Heidelberg wurde sie bereits im Juli 2008 zur außerordentlichen Professorin für lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit sowie historische Hilfswissenschaften an der Universität Zürich berufen und 2015 dann auch zur Ordinaria befördert. Ich nenne nicht alle wissenschaftliche Vereinigungen, in denen sie Mitglied ist. Ich möchte nur kurz erwähnen, Projektleiterin des Mittellateinischen Wörterbuchs und diverse Mitgliedschaften, diverse Funktionen für die Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino sowie federführende Herausgeberin des Mittellateinischen Jahrbuchs. Von den Publikationen nenne ich zunächst die Monographien und dann einige, wie mir scheint, interessante Titel, die genauso Lust machen wie dieser Titel hier auf mehr. Zunächst also Petrus Alfonsi, Dialogus, eine kritische Edition mit deutscher Übersetzung, 2018. Dann 2014 Parodie in den Carmina Burana. 2007 Lateinische Dialoge 1200 bis 1400. 2002, Jao de Santarem Biclarense. Das ist ein Seefahrer, habe ich heute nachgeschaut. Ist das richtig? Nein, nicht. Nein, Chronist. Ah, aber auch wieder eine Edition. Ja. Was ist das für ein Herr? Ein Chronist. Ein Chronist. Ja, aus dem 6. Jahrhundert. Ja. Ah. Ein Gote, ein gebürtiger Westgote. Okay, sehr gut. Dann Victoris Tunonensis Chronicon cum Reliquiis ex consularibus Caesar Augustanis et Johannis Biclarensis Chronicon. Da wird es schon deutlicher, dass es ein Chronist ist. Aber eben auch wieder eine Edition 2001 und dann 1994 philologische Studien zur Chronik des Hydatius von Chaves. Also auch wenn ich offenkundig nicht in diesen Themen bewandert bin, merkt man doch die Breite der Themen, die hier abgedeckt werden. Als Herausgeberschaft möchte ich nur den letzten Band gemeinsam mit Ulrich Eickler nennen, Latein am Rhein zur Kulturtopographie und Literaturgeographie eines europäischen Stromes 2017. Besonders angesprochen, und da bin ich dann auch fachlich vielleicht nicht mehr so weit entfernt, haben mich die Titel der Aufsätze. Ich möchte hier nur einige und auch nur in einigen Sprachen von den vielfältigen Themen, die angesprochen werden, hier ansprechen. Zum Beispiel von Dichtern und Bienen, die Bienenwelt in poetologischen Gleichnissen 2021. Dann Dialoge und Dialog, literarische Dialoge über Christentum und Judentum im lateinischen Mittelalter. Oder Succès et insuccès des textes, Remarque préliminaire, 2020. Oder Varum Rosvita zu den Überlieferungschancen lateinischer Werke von Frauen im Frühmittelalter, 2020. Oder Latinitas, Überlegungen zur sprachlichen Korrektheit zwischen Spätantike und Karolingerzeit, 2019. Oder Wissensorganisation und Wissensvermittlung im ersten Teil von Isidors Etymologie, 2016. Ebenfalls 2016, was ist ein Klassiker? Mittelalterliche Antworten auf eine nicht gestellte Frage. 2015, Kirchenstreit und literarischer Dialog. Piccolominis libellus dialogulorum de generalis concilii auctoritate et gestis basiliensis. Bücher, Götter und Leser. Also es gibt ganz viele spannende Themen.
Für mich besonders spannend, weil eben mit juristischem Einschlag Satan vor Gericht, die Processus Satanae als Inszenierung juristischer Rhetorik 2005 und Furis Verborum Alienorum Plagiat im Mittelalter im Jahr 2000. Ich glaube, mit diesen wenigen Worten ist klar geworden, dass wir auch heute Abend einen sehr spannenden Vortrag mit vielen Facetten zu erwarten haben. Und ich freue mich ganz besonders auf Venus Cupido und die christliche Liebe, mittelalterliche Ansätze. Ja, vielen Dank, Ulrike. Ja, mal sehen, ob der Vortrag dann dem Titel entspricht. Weil den Titel habe ich zuerst mal gewählt nach dem Motto, der Titel soll ansprechend sein. Dann musste ich schauen, dass ich etwas Passendes dazu finde. Sie werden am Ende sagen, ob das mir gelungen ist. Um die Mitte des 6. Jahrhunderts zog sich Cassiodor, ein Mann von altem senatorischen Adel, nach einer erfolgreichen Laufbahn am ostgotischen Hof von Ravenna in das Kloster Vivarium zurück, das er in seinem Familienbesitz in Kalabrien gegründet hatte. Dort verfasste er mehrere Werke, darunter einen Psalmenkommentar, in dem sich seine rhetorische Bildung bemerkbar macht. Wenn er Psalm 64 behandelt, blickt er zurück auf die siegreiche Geschichte des Christentums. Im 8. Vers dieses Psalms heißt es: Sonum fluctum eius, quis sustinebit, turbabuntur gentes. Das Tosen seiner Fluten, wer hält es aus? Die Völker werden beschämt. Cassiodor erläutert, dass sich quis sustinebit, wer hält es aus, auf die Verfolger bezieht. Denn menschliche Schwäche könne dem Herrn nicht standhalten. Die Märtyrer hingegen hielten ihren Peinigern stand. Daher wurden die Heiden beschämt, als sie sahen, dass die Märtyrer so treu blieben, lebendig Wunder bewirkten, tot die Bitten der Betenden erfüllten, dass ihre Gottheiten hingegen vor deren Macht zitterten und eine Antwort verweigerten. Dann schwieg Apollo der Delphier. Dann zog sich Diana aus Delphos zurück. Dann schämte sich die cytherische Venus. Dass die Götter des griechisch-römischen Pantheons im 6. Jahrhundert nicht mehr verehrt wurden, lag indes nicht nur am Zeugnis der Märtyrer, sondern auch an einer Polemik gegen die traditionellen Kulte und die überlieferten Mythen, an der sich christliche Intellektuelle und früher bereits heidnische Philosophen beteiligt hatten. Die einen wie die anderen hatten am Anthropomorphismus der Götter und an deren häufig unmoralisches Handeln in den mythischen Erzählungen Anstoß genommen. In einer neuplatonischen heidnischen Sicht waren diese Götter mindere Geister, Daimones, die nur einen geringen Anteil am Wesen des höchsten Gottes hatten, aber immerhin als Vermittler zwischen den Menschen und dem höchsten Gott agieren konnten. Der Kirchenvater Augustinus griff dieses Erklärungsmuster in seiner detaillierten Diskussion der heidnischen Theologia in De Civitate Dei auf. Auch seine Welt ist von Daimones bevölkert, die er mit den biblischen Engeln identifiziert. Die Gefallenen unter ihnen, die Teufel, bedienten sich der Leichtgläubigkeit der Menschen, so Augustinus, und ließen sich als Götter verehren, obwohl sie nicht imstande seien, Heil zu vermitteln. Was häufig als Verehrung eines besonderen Menschen begonnen habe, sei von den Teufeln manipuliert worden. Die Teufel steckten hinter den Darstellungen unmoralischer Handlungen auf städtischen Bühnen im Rahmen heidnischer Feiern und missbrauchten sie, um die Menschen zur Sünde zu verführen.
Aber Augustinus füllt nicht viele Seiten, um gegen diese Götter und diese Geschichten zu polemisieren. Sie gehören in seiner Darstellung zu einer populären Religion, die inhaltlich wenig zu bieten hat. Hingegen setzt er sich detailliert mit philosophischen Ansichten über Gott und seine Beziehung zur Welt auseinander, die intellektuell anspruchsvoll sind, christlich gedeutet oder angeeignet werden können und deshalb in der Meinung des Augustinus in sich die Gefahr der Häresie bergen. Zu Cassiodors Lebzeiten war die Philosophie auch keine ernste Rivalin des Christentums mehr. Boetius, Cassiodors Vorgänger als Hauptberater des ostgotischen Königs Theoderich, war wegen angeblichen Hochverrats hingerichtet worden, bevor er seinen Plan, die Werke des Aristoteles ins Lateinische zu übersetzen, auch nur annähernd hätte verwirklichen können. Als Cassiodor selbst sich vom öffentlichen Leben zurückzog, um sich einem intellektuell produktiven Otium zu widmen, ging er in ein Kloster. Das Mönchsleben galt als die neue Philosophie, die Philosophia Christiana. Und dann schwieg Apollo der Delphier. Dann zog sich Diana aus Delphos zurück. Dann schämte sich die cytherische Venus. Und doch sollten sich die Götter der Antike nie gänzlich zurückziehen. Sie überlebten in den Ländern Europas, sie begleiteten die christliche Kultur sogar jenseits der Grenzen des früheren Römischen Reiches, und zwar in den Büchern, mit denen die neuen Christen Latein lernten. Ich werde im Folgenden einen Aspekt in der Geschichte der Auseinandersetzung mit diesem antiken Erbe beleuchten. Aber ich möchte vorher klarstellen, dass es sich nur um einen Aspekt unter vielen handelt. Die Geschichte der antiken Mythen in den 1000 Jahren, die wir Mittelalter nennen, ist so lang und so vielfältig wie diese Zeitspanne selbst. Es geht mir um eine Lektüre der Mythen, die in ihnen menschliche Verhaltensmuster entdecken. Diese menschlichen Handlungen werden von den mittelalterlichen Autoren mit den eigenen verglichen und nach eigenen moralischen Maßstäben beurteilt. Dabei reflektieren sie über die Wirkung, die literarische Texte auf ihre Leser haben. Wir werden aus einem frühmittelalterlichen Brief und zwei hochmittelalterlichen Gedichten lesen. Am Ende werde ich dann ganz kurz ansprechen, wie diese Sicht der Mythen bis in unsere Gegenwart fortdauerte. Diese besiegten antiken Götter und ihre Geschichten lebten unter einem mächtig gewordenen Christentum durch ihre Präsenz in der antiken Literatur weiter. Allerdings war dieses Medium selbst umstritten. In den Jahrhunderten des Frühmittelalters scheint die Lektüre der antiken Literatur vielerorts zu einem Ende gekommen zu sein. Die Stimmen, die uns aus dieser Zeit erreichen, lehnen häufig, sogar vehement, die Lektüre heidnischer Autoren ab. Aber sie sind nicht frei von Widersprüchen, wie wir an unserem ersten Beispiel sehen werden. Ungefähr 100 Jahre nach Cassiodors Tod wirkte der erste uns bekannte angelsächsische Autor, Aldhelm, ein Mann aus dem Hochadel, Abt von Malmesbury und später Bischof von Sherborne. Das Christentum war unter römischer Herrschaft nach Großbritannien gekommen und durch den Einfall von Angeln, Sachsen und Juten an die Ränder gedrängt worden. Eine erneute Christianisierung erfolgte zum einen durch die verbliebenen Christen in der autochthonen keltischen Bevölkerung, zum anderen durch das Wirken irischer Missionare. Die Iren waren nämlich bereits länger christianisiert und hatten im Gegensatz zu den Angelsachsen eine lateinische Schriftkultur.
Althelm wurde durch irische Meister ausgebildet. Später verbrachte er eine Zeit in Canterbury bei Erzbischof Theodor, einem Griechen aus Tarsus, und bei Abt Hadrian, einem afrikanischen Mönch, der Abt in der Nähe von Neapel gewesen war. Theodor und Hadrian waren von Papst Vitalian nach England geschickt worden und bildeten junge englische Kleriker aus. Was sich über ihren Unterricht rekonstruieren lässt, legt nahe, dass Canterbury damals die beste Hochschule nördlich der Alpen war. Althelm selbst ist ein Mann mit einer beeindruckenden Bildung in der lateinischen Tradition. In seinen Werken zitiert er christliche und heidnische Autoren in großer Vielfalt. Darunter sind einige, die zu seiner Zeit noch wenig bekannt waren, etwa Persius, Juvenal oder Plinius der Ältere. Und sogar ein Werk, das heute verschollen ist, nämlich Lucans Orpheus. Althelm verfasste mehrere Werke auf Latein, in Vers und in Prosa. In Prosa pflegte er einen Stil, der auch auf dem Festland en vogue war und sich durch die lexikalische Abundanz, die langen Perioden, die Verwendung von Reim und Rhythmus und die Vorliebe für Positionsfiguren auszeichnet. Von ihm sind zwei große Werke in Prosa, mehrere in Vers, und 5 vollständige Briefe erhalten, sowie längere oder kürzere Zitate aus 4 weiteren Briefen. Aus seiner Korrespondenz stammt der Text, der uns heute interessiert. Er findet sich in einem Brief an seinen Schüler Wichtfried, der, wie so viele junge Angelsachsen in dieser Zeit, zu einem Studienaufenthalt nach Irland aufbrechen wollte. Ich lese direkt meine deutsche Übersetzung. Was bringt es dem orthodoxen Glauben Gutes, bitte schön, sich zu besudeln mit der genauen Lektüre und der Kommentierung des schändlichen Inzests der anrüchigen Proserpina, man scheut sich ihn zu nennen, oder Hermione mit der Lektüre zu verehren, die unverschämte Tochter von Menelaos und Helena, die zuerst mit einer Brautgabe dem Orestes versprochen war und dann ihre Meinung änderte und Neoptolemus heiratete. Oder die tobenden Priester der Luperci im Ritual derjenigen, die Priapus-Opfer bringen, in heroischem Stil zu beschreiben. All dies verschwand einst, zerstört, als die Schlange auf einem Stab erhoben, die den Tod des Todes am Marterpfahl darstellt, den Blicken der hebräischen Versammlung gezeigt wurde. Ferner bitte ich dich, mein Schüler, demütig und wie auf Knien, von den Gerüchten über schändliches Treiben dazu bewegt, dass du keineswegs zu den Hurenhäusern und den Bordellen gehst. Es folgt eine üppige Darstellung der reichlich geschmückten Prostituierten, die sich wohl eher Althelms Vorliebe für seltene Worte als seiner Kenntnis irischer Freudenmädchen verdankt. Vermute ich mal. Der offensichtliche rote Faden in diesem Text ist die Gefahr der erotischen Liebe, die vor allem von den Frauen ausgeht. Proserpina erscheint nicht als das Opfer einer Entführung, sondern als Mädchen, die einen Inzest mit ihrem Onkel Pluto begeht. Hermione ist nicht die junge Frau, die zum Spielball der Männer und ihre Allianzen wird, sondern eine Braut, die ihr Eheversprechen bricht und einen anderen heiratet. Die Luperci, eigentlich Priester Pans, werden in Verbindung mit den Bacchantinnen und dem Priapuskult gesetzt. Der religiöse Inhalt dieser Geschichten sei nach dem Kreuzestod, repräsentiert durch einen alttestamentlichen Typus, die Schlange am Stab und eine Periphrase, Tod des Todes, eigentlich überwunden, aber ihre negative moralische Wirkung bleibe. Die Beschäftigung mit solchen Geschichten führt im Text direkt ins Freudenhaus und damit soll wohl suggeriert werden, dass sie das im Leben auch tut.
Die antiken Mythen könnten in Althelms Sicht die Fantasie immer noch falsch anregen. Die Lektüre dieser unmoralischen Geschichten bringe doch nichts für den christlichen Glauben, sagt Althelm. Dahinter steckt die Vorstellung, dass die Lektüre heidnischer Texte nur insofern gerechtfertigt sei, als sie dem christlichen Glauben in irgendeiner Form nütze. Althelm selbst hat in einem anderen Kontext seine Beschäftigung mit der Metrik damit verteidigt, dass sie auch zum Abfassen von Hymnen verwendet werden könne. Auffällig im Brief an Wichtfried ist vor allem die Art und Weise, wie Althelm mit den zwei mythischen Beispielen umgeht. Die Erwähnung des heroischen Stils, eine übliche Art, die hexametrische Dichtung zu bezeichnen, dürfte eine Anspielung auf Vergil sein, der sowohl Proserpina als auch Hermione kurz erwähnt. Wenn Althelm vom Inzest der Proserpina spricht, setzt er jedoch bei seinem Schüler voraus, dass dieser nicht nur den Namen durch Vergil kennt, sondern auch mit dem Hintergrund vertraut ist. Auch im Fall der Hermione geht Althelm weiter als Vergil, da er die Hintergrundgeschichte zu der kurzen Anspielung im Buch 2 der Aeneis bietet. Seine Ablehnung der Mythen kann nur dann wirken, wenn der Rezipient überhaupt imstande ist, diese Namen zu erkennen und in einen Kontext zu setzen. Der Brief ist demnach nicht als Warnung vor der Vergil-Lektüre schlechthin zu verstehen, die Wichtfried wohl bereits bei Althelm absolviert hatte, sondern eher als Mahnung vor der speziell irischen Vergil-Lektüre. An mehreren Stellen in seinen Werken kontrastiert Althelm die neue Bildung, die Theodor und Hadrian in Canterbury vermitteln, mit der Lehre der irischen Meister. Theodor und Hadrian unterrichten Inhalte, sagt Althelm, die den Iren unbekannt sind, wie etwa die Metrik oder das römische Recht. Wo ihre Lehre und diejenige der Iren inhaltlich übereinstimmen, wie etwa in der Frage des Computus, sei die Lehre von Theodor und Hadrian klar überlegen. In einem Brief an einen anderen Schüler, Herfrith, der gerade aus Irland zurückgekehrt war, imitiert Althelm den irischen Stil auf so manieristische Art, dass es schon wie Parodie klingt. Nicht nur behauptet er, die Iren überbieten zu können, er führt es mit seinem Stil sogar vor. Mir scheint, dass Althelm auch in dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, gegen den irischen Unterricht polemisiert. Wir wissen, dass Vergil in den irischen Schulen gelesen und mit der Hilfe des Kommentars von Servius, einem heidnischen Autor, interpretiert wurde. Althelm zeigt, dass man in England dasselbe lernen kann wie unter den irischen Meistern, denn er nimmt die mythischen Figuren aus Vergil und deren Geschichten aus Servius. Allerdings deutet er Proserpina nicht im Sinne der Naturphilosophie oder gibt eine nur neutrale Darstellung der Hermione-Geschichte, wie Servius es tut. Althelm vertritt vielmehr eine moralische Lektüre, in der die Figuren nach Maßstäben der christlichen Moral deutlich beurteilt werden und suggeriert, dass es in Irland an dieser Moral fehlt. Althelm ist nicht alleine mit seiner Furcht vor der Verführung zur Sünde, die aus heidnischen Mythen resultieren könnte. Aus dem Frühmittelalter sind mehrere Traumberichte bekannt, die eine ähnliche Angst vor dem Inhalt heidnischer Texte ausdrücken. Darin erscheint Vergil als ein goldenes Gefäß, das Schlangen transportiert, oder Vergil und Horaz versuchen gar, den Träumenden zum Götterkult zu überreden. Doch bezeugen diese Träume nicht nur, dass man sich vor dem verderblichen Einfluss dieser Texte fürchtete, sondern vor allem auch, dass sie tatsächlich gelesen wurden. Bezeichnenderweise finden sich diese Traumberichte nur bei monastischen Autoren.
In ihnen kommen die Rigoristen zu Wort, die vor der aktuellen Beschäftigung mit der antiken Literatur warnen. In den Kathedralschulen dürfte eine größere Toleranz geherrscht haben. Wir haben sogar einige Handschriften mit mythografischem Material, die wir konkreten Schulen zuordnen können. Leider konnte ich kein Digitalisat davon finden, aber mindestens zeige ich Ihnen hier die Inhalte einer Handschrift aus einer berühmten nordfranzösischen Kathedralschule Reims, die heute in der Burgerbibliothek von Bern aufbewahrt wird. Ab der Mitte des 11. Jahrhunderts gibt es tiefe Veränderungen, die der Lektüre antiker Autoren zuträglich sind. Die wirtschaftliche Expansion, das Wachstum der Städte, die Nachfrage nach gut ausgebildeten jungen Männern bewirken eine kräftige Bildungsexpansion. Die Kathedralschulen bilden Söhne von Kleinadligen, Bürgern und freien Bauern aus, die eine Stellung als Lehrer, Sekretäre oder Rechtsbeistände finden oder eine klerikale Laufbahn einschlagen. Die Kathedralschulen wachsen, in ihrem Umfeld sammeln sich weitere Lehrer und Studenten, bis schließlich aus dem Verbund aller Lehrer und Studenten der Universitas, der Lehrenden und Lernenden, die Universitäten entstehen. Dieses ist das Milieu, in dem die reiche lateinische Literatur jener Zeit zirkuliert. Dieser Männer, es waren tatsächlich praktisch nur Männer, lassen nicht nur scholastische Abhandlungen, sondern sangen auch satirische Lieder und Liebesgedichte, Trinklieder und Klagelieder. Der wichtigste Textzeuge dieser lateinischen Lyrik ist eine Handschrift, die bei der Säkularisation der bayerischen Klöster in Benediktbeuern gefunden wurde und nach dem Fundort heute als Codex Buranus bekannt ist. Der Codex Buranus wurde in den 20er Jahren des 13. Jahrhunderts geschrieben und überliefert eine Sammlung von über 200 Texten, die meisten davon rhythmische Gedichte, manche von ihnen mit einer Melodie versehen. Diese Sammlung wird als Carmina Burana bezeichnet. Die Lieder sind thematisch geordnet. Auf einer ersten Ebene kann man vier große Gruppen definieren, die mit folgenden Bezeichnungen bekannt sind. Die moralisch-satirischen Dichtungen, die Liebeslieder, die Trinker- und Spielerlieder und die geistlichen Dramen. Ich möchte hier auf zwei lange Gedichte aus dem zweiten Abteil, den Liebesliedern, eingehen, die in der Sammlung aufeinanderfolgen. CB, also Carmen Buranum 76, Dum Caupona Verterem, und CB 77, Silinguis Angelicis. Hier können wir nur eine inhaltliche Zusammenfassung geben und einige wenige Verse lesen. Sie finden jedoch in ihren Unterlagen, also in OLAT, die vollständigen Texte mit der Übersetzung von Benedikt Vollmann. Ich sollte vielleicht vorher erklären, dass es sich nicht um besonders gelungene Gedichte handelt. Sie sind nicht immer stimmig, die Darstellung ist nicht ganz kohärent. Auch sprachlich gehören sie nicht zum Besten, was der Buranus zu bieten hat. Manche Unebenheiten können von der mündlichen Überlieferung verursacht sein. Die Texte sind wohl zersungen worden. Ich beginne mit CB 76, Dum Caupona Verterem. Darin spricht ein Mann in erster Person. Er kommt aus der Taverne mit einer noch gut gefüllten Geldbörse heraus und merkt, dass direkt daneben ein Tempel der Venus steht, aus dem Sirenengesänge zu hören sind. Am Eingang steht eine Torhüterin, die von ihm wissen will, was er suche und ob er in Begleitung einer Frau komme. Er sagt, dass er allein komme, seit seiner Geburt vom Pfeil der Venus verletzt sei und deshalb hier Heilung suche. Er bittet die Torhüterin, seinen Wunsch, Frau Venus auszurichten.
Anschließend wird er zu ihr geführt und fällt vor ihr auf die Knie. Frau Venus fragt ihn, wer er sei, vielleicht Paris. Der Mann antwortet, dass sie offenbar weder Vergangenes noch Zukünftiges sehen könne. Er sei kein erfolgreicher Liebhaber und suche Heilung. Frau Venus will seine Börse haben, führt ihn zum Bett, schickt ihre Begleiterin fort und lässt dann all ihre Kleider fallen. Der Mann legt sie flach 10 Stunden lang. Wohlgemerkt, das ist nicht mein Ausdruck, sondern so krass wird es wirklich im Text ausgedrückt. Sternens eam lectulo feredet sim horis. Was sein Fieber mildert. Nachher gehen sie in den Garten, in ein Bad, das Jupiter gewidmet ist, bis der Mann Hunger bekommt. Die Gerichte, die ihnen aufgetischt werden, werden aufgezählt. In diesem Tempel bleibt der Mann 3 Monate, bis er am Ende weder Geld noch Kleider hat. Das Gedicht endet mit einer Ermahnung an die Jugend, die ihm zuhört, sich von seinem Beispiel abschrecken zu lassen. Vollmann hat in seinem Kommentar darauf hingewiesen, dass der Tempel der Venus Ähnlichkeiten mit einem Kloster aufweist. Es gibt eine Pförtnerin, die den Kontakt zur Außenwelt kontrolliert. Auch wird an einer Stelle die Torhüterin wie Maria Virgo ter Beata genannt. Doch wird hier nicht wie in anderen Liedern die klösterliche Welt parodiert. Diese 2 Bezüge, die Anwesenheit einer Pförtnerin, die einmalige marianische Anrede, fallen insgesamt kaum ins Gewicht. Das Gedicht ist vielmehr durch Ausdrücke geprägt, die auf das Heidentum verweisen. Dazu gehören selbstverständlich die Figur der Frau Venus sowie die Widmung des Badehauses an Jupiter. Außerdem die Wortwahl an anderen Stellen. Lassen Sie uns als Beispiel die ersten Strophen sehen. Ich lese die erste Strophe in Latein, weil rhythmische Dichtung so einen schönen Klang hat. Dann alle 5 in Vollmanns deutscher Übersetzung, die zwar ziemlich frei, aber kongenial ist. Und die ich nur an einer Stelle ändere. Also. Dum caupona verterem vino de Bacatus, secus templum veneris eram hospitatus. Solus ibam prospere vestibus ornatus, plenum ferens loculum ad sinistrum latus. Als ich aus der Schenke kehrte, wo ich dem Wein tüchtig zugesprochen hatte, zeigte sich, dass meine Wirtschaft neben einem Venustempel lag. Ich war ohne Begleitung und, wohl situiert wie ich war, Schmuck gekleidet, eine volle Börse zur Linken. Das Portal des Herrentempels war gut bewacht. Ich konnte nicht eintreten, so wie es meinem dringenden Wunsch entsprach. Drinnen ertönte süßer Gesang, so dass nicht wenige glaubten, die Sirenen befänden sich hier. Bei der Torhüterin gab es einen kleinen Aufenthalt. Sie war eine junge, vornehme Schönheit, zierlichen Wuchses und fähig, mit scherzhaft leichten Worten Rede und Antwort zu stehen. Zu guter Letzt erreichte ich, was ich wollte. Ich durfte hinein. Nachdem ich die Pforte durchschritten hatte, wurde ich von dieser schönen Maid zuerst zum Sitzen aufgefordert und sodann befragt. Wo begann die Reise, junger Mann, die dich hierher führte? Und sag, befindet sich eine Dame in eurer Gesellschaft? Nenne mir Zweck und Anlass dieses hiesigen Aufenthalts. Welcher Wind hat dich an diese Küste getrieben? Sag, ob du von Verpflichtungen gebunden gekommen bist. Trieb dich Notwendigkeit oder deine Jugend? Gleich in den 2 ersten Versen wird das Templum Veneris genannt. Es findet sich direkt neben einer Taverne, in der der Erzähler in Wein geschwelgt hat. Und er drückt dies mit einem Wort, de Bacatus, aus, in dem der Name des Gottes Bacchus anklingt.
In den nächsten Strophen wird der Eingang zu dem Venustempel gleich dreimal als Januar bezeichnet, nicht etwa als Porta, die übliche Bezeichnung für eine Klosterpforte. Also ich glaube nicht, dass diese Anspielung hier intendiert wird, die Anspielung an das Kloster. Und es gibt eine ganz anders geartete parodistische Anspielung. Der Erzähler geht zum Tempel, weil verführerischer Gesang zu hören ist, den nicht näher bestimmte viele für Sirenengesang halten. Diese Anspielung auf die Reise des Odysseus wird in der fünften Strophe aufgenommen, wenn die Torhüterin den Erzähler fragt, welcher Wind ihn zu dieser Küste gebracht habe und ob der von einer Notwendigkeit festgehalten, de temptus, gekommen sei, womit man wieder an Odysseus, der gebundenen Sirenen lauscht, zu denken ist. Die weitere Erzählung erinnert sehr stark an den Aufenthalt von Odysseus und seinen Gefährten bei Circe, die ihre Begierden stillt, sodass sie den Zweck ihrer Reise vergessen. Diese Episode war mittelalterlichen Lesern durch die Metamorphose Noviz bekannt, wo sie im 14. Buch geschildert wird. Der Erzähler in CB 76 genießt die körperliche Liebe, sättigt seinen Hunger, badet und ruht sich aus und vergisst 3 Monate lang die Welt um ihn herum. In dem Gedicht gibt es zahlreiche ironische Diskrepanzen, die deutlich markiert werden. So sagt der Mann, Frau Venus könne offenbar weder Vergangenes noch Zukünftiges erkennen und verneint so die Göttlichkeit, die er selbst ihr eigentlich zuschreibt. Wenn sie ihn zum Bett führt und die weiteren Frauen fortschickt, die erste Tätigkeit der beiden ist, eine gepflegte Unterhaltung zu führen. Plura per tractavimus sermone polito. Außerdem mit einem Verb per tractare, das man auch in der Universität für die Vorlesungen verwendet. Der Kontrast zwischen der metaphorischen Rede von der Liebe und der Wirklichkeit wird durch die krasse Körperlichkeit der Erotik, die der Erzähler beschreibt, wie durch die Käuflichkeit der Genüsse stark betont. Die ironische Entfernung zwischen seiner religiös verbrämten Rede und den Geschehnissen, die sie schildert, wird bereits durch die Erwähnung der Sirenen markiert, die nach Servius und Isidor in Wirklichkeit Huren gewesen sein sollen. Das Auseinanderdriften zwischen Rede und Wirklichkeit steht in Dum Caupona Verterem im Dienst der Satire. Es handelt sich dabei um eine im Codex Buranus häufige Form der Satire, in der sich das satirische Ich selbst zur Zielscheibe der Kritik macht. Zu viel Wein führt den Erzähler zu weiteren Ausschweifungen und am Ende sind Geld und Kleider verloren. Das Milieu, das hier evoziert wird, ist das studentische. Mittelalterliche Städte klagten darüber, dass Universitäten auch Tavernen und Bordelle anzogen. Die mittelalterlichen Studenten waren außerdem häufig unterwegs, zwischen ihrer Heimat und den Universitätsstädten, von einer Schule zu anderen oder auf der Suche nach einer Anstellung. Genau dieses Umherziehen wird hier auch aufgerufen. Der Erzähler ist auf Reisen wie Odysseus. Auch die evozierte heidnische Welt, die in erster Linie eine literarische Welt ist, charakterisiert den Erzähler. Er kommt aus einem Milieu, in dem Latein beherrscht wird und die heidnische Literatur gut bekannt ist. In den lateinischen Liedern wird die Liebe als eine natürliche Macht, die zur Jugend und zum Frühling gehört, dargestellt. Gleichzeitig ist sie ein literarischer Diskurs, der von den Anspielungen auf die gelehrte Dichtung lebt. Dazu gehören selbstverständlich auch die heidnischen Götter. Venus wird fast in jedem Liebeslied erwähnt. Man siehe zum Beispiel das Lied, das unmittelbar vorher im Buranus steht, CB 75, Op Metamus Studia.
Darin wird dazu aufgefordert, das Studium sein zu lassen und den Frühling zu genießen, also passend zum Frühjahrssemester. Ne? Denn die Jugend vergeht rasch. Imitemur superos. Die Götter seien unser Vorbild. Eine richtige Entscheidung. Ebenso, dass frische Jungen jetzt amorösem Zeitvertreib nachjagen. Unsere Wünsche seien unsere Gebieter. Dies ist Götterart. Mos ist den Numinum. Hinunter auf die Straßen lass uns gehen und hin zu den Reigen der Mädchen. Dieser literarische Diskurs der Liebe wird in Dum Caupona Verterem ins Lächerliche gezogen. Die lateinische Bildung des Erzählers erlaubt ihm, die hässliche Wirklichkeit zu verbrämen, bis er sein Geld verloren hat. Wie so oft auch in anderen Liedern des Buranus geklagt wird, bringt die Kenntnis der Dichter kein Geld ein. Aber diese Bildung ist nicht die einzige Zielscheibe der Satire. Mir scheint, dass hier auch ein Seitenhieb auf die moralischen Rigoristen herauszulesen ist, die noch im 12. Jahrhundert die Lektüre heidnischer Dichter kritisch sahen und am Ende sogar obsiegten. Denn bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts wurden die klassischen Dichter an den Schulen durch Mittelalterliche verdrängt. Der Weg vom Epos zum Bordell, vor dem Althelm finster warnte, wird vom Erzähler von CB 76 vollzogen. Doch werden die sinnlichen Genüsse nicht mit klassischen Versen erkauft, sondern mit dem prallen Geldbeutel. Für unser heutiges Thema ist Folgendes von besonderem Interesse. Der Mythos wird hier nicht aus einer ablehnenden Distanz gesehen. Die Erklärung für die Sirenen, diese seien eigentlich Freudenmädchen gewesen, bezieht sich hier nicht auf die verblendeten, noch nicht vom Heil berührten und von Daimones verführten Heiden. Die gebildeten Klerici des Hochmittelalters sind genauso dafür anfällig, sich selbst zu täuschen. Die verblendeten Heiden, so scheint der Dichter zu sagen, sind auch wir selbst. Von besonderem Interesse ist, dieses Lied in seinem Kontext im Codex Buranus zu sehen. Ich habe bereits erwähnt, dass der Codex Buranus thematisch geordnet ist. Innerhalb der großen Abteilungen gibt es viele kleinere Gruppen, in denen die Texte aufeinander bezogen sind. Manchmal wird ein Thema weitergeführt, manchmal werden unterschiedliche, gar widersprüchliche Blicke auf denselben Gegenstand geworfen. Zum Teil entstehen sogar parodistische Effekte durch das Zusammenrücken zweier Lieder, die getrennt voneinander nichts Parodistisches an sich haben. Man kann sagen, dass die Sammlung und die Anordnung eine eigene Bedeutungsebene generieren, die sich über die Bedeutung des einzelnen Liedes legt. Dum Caupona Verterem liest sich zum Beispiel als ironischer Kommentar zum vorherigen Lied, in dem, wie wir gesehen haben, dazu aufgefordert wird, dem Beispiel der Götter zu folgen und die Liebe zu genießen. Mit seinem satirischen Ton ist Dum Caupona Verterem eine moralische Korrektur, insofern es zeigt, wohin die Götter führen und verführen können. Noch interessanter ist es aber, dieses Lied im Zusammenhang mit dem folgenden zu lesen, CB 77, Silinguis Angelicis. Dieses beginnt mit christlichen Anklängen. Si linguis angelicis loquar et humanis, non valeret exprimi palma nentinanis, per quam recte preferor cunctis Christianis, tamen invidentibus emulis profanis. Pange lingua igitur causas et causatum, nomen tamen domine serva palliatum, ut non sit in populo illud divulgatum, quod secretum gentibus extat et celatum. Selbst wenn ich mit Engels und mit Menschenzungen redete,
Es ließe sich damit mein Triumph nicht angemessen ausdrücken. Bei Gott kein nichtssagender Triumph, durch den ich zu Recht mich über alles Christenvolk erhebe, ungeachtet der Missgunst ruchloser Nebenbuhler. Und so preise Zunge die Ursachen und die Wirkung, den Namen der Herrin freilich halte verschleiert, auf das nicht unter den Leuten bekannt werde, was den Heiden verborgen und verhüllt ist. Der erste Vers spielt auf den ersten Korintherbrief 13, Paulus Hohelied der Liebe an. Wenn ich mit Engeln und mit Menschenzungen redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Also Sie kennen es, es wird fast auf jeder Hochzeit vorgetragen. Die zweite Strophe beginnt gar mit den Worten Pange Lingua, wie verschiedene zum Teil sehr beliebte Hymnen. Allerdings sind diese zwei Strophen nicht frei von Ironie. Paulus sagt unter anderem, dass die Liebe nicht neidisch ist und nicht prahlt, non emulatur, non inflatur, während der Erzähler sofort mit einem Sieg protzt, der ihm den ersten Platz unter den Christen sichere. Mit dem Wort Palma bezeichnet, mit dem üblicherweise der Sieg der Märtyrer gemeint ist. Und gleich seine Neider erwähnt. In der zweiten Strophe folgt auf den feierlichen Beginn aus der geistlichen Lyrik Pange Lingua gleich ein schwerfälliger scholastischer Ausdruck, causas et causatum. Und anschließend wird der Diskurs der höfischen Liebe aufgerufen. Der Name der Herrin soll geheim bleiben. Die religiöse Rede wird in beiden Strophen mit weltlichen Diskursen verbunden, die sich auf die Universitäten und auf die Literatur der Laien beziehen. Die Strophen 3 bis 5 geben den erzählerischen Rahmen. Der Mann, der in erster Person redet, steht unter einem blühenden Strauch, denkt an seine Geliebte und verzweifelt, weil sie immerzu von einer alten Frau bewacht wird, die er zum Teufel wünscht. Er wälzt diese Sorgen in seiner Brust und ersehnt, die Alte möge vom Blitz getroffen werden, was dann auch prompt geschieht. In den drei nächsten Strophen sieht der Mann das Mädchen und grüßt es. Hier kumulieren sich die Anspielungen auf Maria. Das Ich fällt vor der Geliebten auf die Knie, er nennt sie Florum Florem, Rosam Madi, Stellam Splendidam, also Blume aller Blumen, Mairose, leuchtender Stern, mit Vergleichen, die für Maria in der Hymnik üblich sind. Noch deutlicher werden die Zitate aus der Hymnik in den drei ersten Versen von Strophe 8, die wie eine Marienlitanei klingen. Ave formosissima, gema preziosa, ave decus virginum, virgo gloriosa, ave lumen luminum, ave mundi rosa. Bevor sie in Vers 4 eine überraschende Wendung nehmen. Blansi flor et Helena, Venus generosa. Damit wird eine plötzliche Wendung vom theologischen Diskurs der Liebe zur literarischen Rede markiert, wie er in volkssprachlichen, des Blanche Flur, und heidnischen Helena-Venus-Dichtungen anzutreffen ist. Die junge Frau grüßt ihren Bewunderer freundlich. Dieser bittet sie um Heilung seiner Wunde, die sie ihm bereitet hat. Sie will ihm helfen, obwohl sie bestreitet, ihn verwundet zu haben. Daraufhin richtet der Mann eine Rede an sie, die 11 Strophen in Anspruch nimmt, also sehr lang, und die wir etwas näher anschauen sollten. Der Mann sei bereits seit 5 Jahren in die junge Frau verliebt, seitdem er sie an einem Fenster gesehen habe. Er schildert ihre Schönheit und seine Wunde und bittet sie, ihn zu heilen. In dieser Rede sind mehrere Hinweise auf Bibel und Hymnen eingestreut. Der erste davon steht in Strophe 14. In ihr vergleicht der Mann die gerade erblickte junge Frau zwar wieder mit Helena und Venus,
Allerdings zeigt sein Ausruf Deus, Deus meus mit einem von nur 4 unreinen Reimen im Gedicht, dass er ihre Schönheit mit seinem religiösen Gefühl verbindet. Das wird fortgesetzt in Anspielungen auf das Hohelied in der Beschreibung des Mädchens, also das ist Strophe 15,4, super aromata cuncta redolebat, ihr Duft war süßer als alle Wohlgerüche, wie Hohelied 4,10, wo über die Braut gesagt wird, odor unguentorum tuorum super omnia aromata, der Duft deiner Salben übertrifft alle Wohlgerüche, und der Wunde des Mannes, ergo meus animus recte vulneratur, wie im Hohelied 4,9, also unmittelbar vorher, vulnerasti cor meum soror mea sponsa. Hier wird die junge Frau wie eine Figur des Alten Testaments gesehen, die als Typus der Maria gilt, nämlich die Braut im Hohelied. In den 4 nächsten Strophen wird dieses Leiden ausgebreitet. Erst in Strophe 22 zeigt sich ein Hoffnungsschimmer in den 2 letzten Verse. In Strophe 23 erklärt der Sprecher schließlich seiner Geliebten, dass es in ihren Händen liege, ihn entweder in den Himmel zu erheben, wiederum mit starken religiösen Anklängen, gloriabor, exaltabor, oder ihn in Todesgefahr zu bringen. Die Reaktion der jungen Frau auf diese Rede ist überraschend. Sie wirft dem Mann vor, ihr eigenes Leiden zu vergessen. Trotzdem will sie ihm helfen und fragt deshalb, wodurch sein Leiden gelindert werden könne. Mit Geld, mit Edelsteinen oder doch mit ihrer Liebe? Der Mann antwortet, dass er ihre Liebe wolle. Endlich mal sagt er es klar. Daraufhin sagt sie, sie könne ja nicht wissen, was er will. Und mit einem schönen double entendre fordert sie ihn auf, sich zu nehmen, was er an ihr finden könne. Das ist wieder ein starker ironischer Bruch. Der wichtigste Hinweis auf Ironie ist wohl 28,1. Quidquid velis talia, nequeo prescire. Was auch immer dein Begehr, Dinge dieser Art kann ich nicht im Voraus wissen. Dadurch wird die Rede des Mannes als zu abgehoben markiert. Sie entfernt sich zu weit von dem, was er eigentlich sagen will und wird deshalb missverstanden. Die Analogie zwischen Maria und dem Mädchen, die der Mann darstellt, überbrückt die tatsächliche Differenz nicht. Der Mann hat seine Analogie erst gemeint, das Mädchen konnte oder wollte sie aber nicht nachvollziehen. Es folgt eine Beschreibung der körperlichen Liebe, die diese Differenz weiterhin unterstreicht. Das Geistige und Erhabene wird ins Körperliche überführt. Allerdings ist diese Beschreibung periphrastisch. Der drastische Ausdruck körperliche Liebe wird vermieden. Der Vollzug wird als cuncte delicie, alle wonnen, ich glaube, das habe ich, ups, nein. Vielleicht ist es hier, ja genau, hier ist es. Also cuncte delicie, alle wonnen, als amantum bravium beschrieben, mit einem Wort bravium, Siegespreis, das sehr häufig im übertragenen Sinn für den Siegespreis der Märtyrer verwendet wird. Und er heißt ja paradisi delicie, Paradieswonnen. Diese Verse enden mit einem Psalmenzitat. Hic est meum igitur nomen exaltatum. Mein Name wurde verherrlicht. Das Gedicht endet mit einer Aufforderung des Mannes an alle Liebenden, seinem Beispiel zu folgen und bei Schwierigkeiten nicht zu verzagen. Ich habe in dieser Zusammenfassung auf die Stellen hingewiesen, die einen ironischen Bruch markieren. Doch handelt es sich nicht um ein im Ganzen ironisches Gedicht. Vielmehr schwankt es zwischen diesen ironischen Markierungen und anderen ironiefreien Stellen. Unter diesen ist die lange Rede des Mannes an seine Angebetete mit ihrer religiös exaltierten Ausdrucksweise.
Und so schwanken auch die Meinungen der Interpretin, die in dem Gedicht einmal den Ausdruck der Überhöhung der Frau, wie im Diskurs der höfischen Liebe, ein andermal umgekehrt gerade eine Parodie des höfischen Diskurses sehen. Allerdings stellt sich diese Frage anders, wenn via Silinguis Angelicis direkt nach dem vorhergehenden Gedicht Dum Caupona Verterem lesen. Die Ähnlichkeiten zwischen beiden sind unübersehbar. In beiden redet ein Mann in erster Person, in beiden sucht er die Heilung seiner Liebeskrankheit, in beiden muss eine Wächterin überwunden werden, in beiden werden Bilder aus dem religiösen Bereich verwendet, bis hin zum Kniefall vor der Frau. Beide enden mit einer Ermahnung an den Leser. Mir scheint, dass Dum Caupona Verterem eine bestimmte Lektüre von Silinguis Angelicis nahelegt, die auf einer weiteren Ähnlichkeit beruht. In beiden Gedichten vergöttert der Mann eine Frau und kann so die Wirklichkeit nicht mehr erkennen. Im ersten Fall, dass die angebliche Göttin Venus tatsächlich eine geldgierige Hure ist. Im zweiten, dass die vermeintliche himmlische Jungfrau sich eigentlich nach der erotischen Liebe sehnt und wenig Geduld mit abgehobenen Reden hat. Im ersten Gedicht wird der literarische Ausdruck der Liebe in der lateinischen Dichtung ad absurdum geführt. Im zweiten wird die höfische Liebe ironisiert. Die Aussage des ersten Gedichtes, wir sind doch nicht anders als die Heiden, wird im zweiten verstärkt. Auch Christen können Menschen vergöttern. Nur ist die Qualität, die man für göttlich befindet, nicht die erotische, sondern die jungfräuliche Ausstrahlung. Aber der Abstand zwischen der Wirklichkeit und ihrer Interpretation bleibt, nun ja, himmelweit. Ich komme nun zur kurzen, wirklich kurzen geschichtlichen Vorausschau, die uns zum Ende bringt. Im Spätmittelalter ist eine Lektüre des Mythos, die darin die eigene soziale Wirklichkeit erkennt, fortgesetzt worden. Ich habe gesagt, dass gegen Ende des 12. Jahrhunderts die Klassiker aus der Schullektüre verdrängt worden sind. Doch bedeutet dies nicht, dass ihre Lektüre völlig verschwunden wäre. Ganz im Gegenteil begegnet sie uns in immer neuen Kontexten. In den volkssprachigen Literaturen wurden literarische Stoffe aus der Aeneis und aus den Metamorphosen aufgegriffen und nacherzählt. Mit dem Ovid Moralisé verlässt die Metamorphosenkommentierung die Schulen und kommt in das adlige Milieu der Höfe. In England und in Frankreich verwenden Prediger mythische Geschichten in der Predigt, um ihre Botschaften unterhaltsam zu vermitteln. Ihnen ist nicht daran gelegen zu deuten, was der Ursprung oder die Bedeutung des Mythos ist, sondern darin Muster menschlichen Verhaltens zu erkennen. Der Ehebruch von Venus und Mars führt zum Beispiel die Gefahren einer ungleichen Ehe vor Augen. Das Netz des Vulkan versinnbildlicht die Sünde, in der sich die Ehebrecher verstricken. In der Geschichte von Venus und Mars zeige sich auch, dass Frauen gern mit adligen Rittern Verhältnisse anfangen. All diese Möglichkeiten und viele mehr nennt der französische Dominikaner Pierre Bersuire in seinem Ovidius Moralizatus, einem Handbuch für Prediger. Pierre Bersuire war am päpstlichen Hof in Avignon tätig, wo er Petrarca persönlich kennenlernte. Beide Männer haben sich offenbar geschätzt. Mit Petrarca beginnt aber eine neue Form der Beschäftigung mit der Antike, die das Gegenteil bezweckt, nämlich antike Literatur und Philosophie aus ihren eigenen historischen Voraussetzungen heraus zu verstehen. Der Mythos wird damit zum Gegenstand eines gelehrten Diskurses, der ihn nicht wegerklären will oder darin zeitgenössische Verhaltensmuster sucht, sondern als Ausdruck einer anderen, früheren Religiosität versteht.
Und doch gehörte weiterhin zur westlichen Kultur eine Lektüre des Mythos, die darin den Ausdruck einer überzeitlichen menschlichen Erfahrung sieht. Ein gutes Beispiel sind die Darstellungen von Mythen in der Malerei des Diego Velázquez. Hier sehen wir den Triumph des Bacchus, in Volksmund nur als Los Borrachos, die Säufer, bekannt, denn es sind ja zeitgenössische Säufer, die hier dem Säuferkönig huldigen. Als Studentin der klassischen Philologie habe ich in der Nachfolge des Humanismus in den Kommentaren die verschiedenen Varianten mythischer Erzählungen gesucht, mich für die kultischen Aspekte interessiert, in den Metamorphosen die Finessen des literarischen Ausdrucks entdeckt. Ich muss zugeben, dass ich deshalb verwundert war, als vor wenigen Jahren die Nachrichten kamen, dass Ovid vielerorts an US-amerikanischen Universitäten als schockierender, die Gewalt verherrlichender Autor angesehen wurde. Ich zitiere das erste Beispiel, das mir bereits im Jahr 2015 bekannt wurde. Es ist eine Passage in der studentischen Zeitung der Columbia University. During the week spent on Ovid's Metamorphoses, the class was instructed to read the myths of Persephone and Daphne, both of which include vivid depictions of rape and sexual assault. As a survivor of sexual assault, the student described being triggered while reading such detailed accounts of rape throughout the work. However, the student said her professor focused on the beauty of the language and the splendor of the imagery when lecturing on the text. As a result, the student completely disengaged from the class discussion as a means of self-preservation. She did not feel safe in the class. Wenn ich heute darüber nachdenke, erkenne ich, dass ich wohl nach vielen Jahren wissenschaftlicher Beschäftigung mit literarischen Texten aus der Antike und dem Mittelalter aus den Augen verloren hatte, dass darin nicht nur historisch gebundene, sondern auch überzeitliche menschliche Erfahrungen zur Sprache kommen. Proserpina ist nicht nur Symbol der Jahreszeiten, sondern auch ein Mädchen, das von einem ihr vertrauten Onkel aus ihren unschuldigen Spielen gerissen und vergewaltigt wird. Die Diskussion darüber, wie mit diesen Texten im Unterricht umgegangen werden soll, ist bei uns angekommen. Ich kann und will hier kurz vor Schluss keine Antwort darauf versuchen. Mir geht es vor allem darum zu zeigen, dass die Lektüre des Mythos als Darstellung menschlicher Handlungen sich durch die europäische Geschichte zieht und auch bei uns aktuell ist. Diese Lektüre geht Hand in Hand mit der moralischen Bewertung dieser Handlungen nach den jeweils aktuellen Maßstäben. Und vor allem setzt sie voraus, und das scheint mir das Wichtigste, dass Literatur nicht ohne Folgen in unserem Leben bleibt, weil sie nämlich etwas in uns auslöst und unser Leben beeinflussen kann. Nach 2000 Jahren und noch mehr. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen vielschichtigen und andeutungsreichen Vortrag. Ich nehme an, dass wir hierzu sicherlich eine angeregte Diskussion bekommen. Ich kann auch gerne die erste Frage stellen. Also mich hat das sehr fasziniert, was du zur Carmina Burana gesagt hast, vor allem auch die Vergleiche oder die Anspielung auf die Bibel, die man wirklich sofort hört. Aber ist es nicht auch so, dass die Bibel ihrerseits schon durch die Antike geprägt ist? Also ist es hier nicht auch ein Spiegel im Spiegel oder ein Wechselspiel, was wir sehen? Könnte man dann noch weiter gehen oder wieder auf die andere Seite gehen und sich fragen, was ist denn in der Bibel von der Antike gespiegelt? Ich
Also gerade dann in dem Fall, was das Wichtigste ist, also gerade im Fall von Paulus, dann haben wir wirklich diesen Spiegeleffekt. Ne? Paulus ist dann sehr stark hellenisiert, also der spricht in den Kategorien der Philosophie seiner Zeit und das kommt dann hier wieder an. Aber beim Hohelied ist das natürlich eine frühere Stufe. Aber dann auch beim Hohelied gibt es dann diese Spiegelphänomene, weil das Hohelied ist eigentlich eine Reihe erotischer Dichtungen, auch wirklich sehr erotisch, sehr schön, ganz wunderbar. Und man hat es zwar allegorisch interpretiert, gleichzeitig aber hat man gewusst, das ist erotische Dichtung und auf der historischen Ebene hat man gesagt, also das ist ein Lied von Salomon an seine Braut. Und deswegen ist es ja auch sehr schwierig, also diese Sprache des Hoheliedes ist die Sprache, die wir in Hymnen finden und gleichzeitig die Sprache, die wir in der Liebeslyrik finden. Und es ist dann immer sehr schwer zu unterscheiden, was ist dann jeweils gemeint. Und hier sehen wir, also dass, wie gesagt, dieses Gedicht, was ich gezeigt habe, ist sehr unterschiedlich bewertet worden. Also zum einen, dass man diese Verwendung von der Sprache der Hymnik und des Hoheliedes zur religiösen Erhöhung der Liebe als Erfahrung führe. Aber von der anderen Seite hat man auch gesehen, dass das ein wenig diese Allegorisierung dann runternimmt. Und hier habe ich den Eindruck, dass dieser Effekt wirklich gesucht wird, indem man es dann schnell sucht, dass man dann diese Sprache, also diese Verherrlichung der Frau als Übertretung sieht, aber das hören wir auch in Predigten. Also, dass man wirklich das Hohelied nicht dazu verwenden darf, um an Frauen zu schreiben. Womit wir sehen, A, es wurde gemacht, B, Frauen konnten auch Latein. Also, das ist, ja. Das sind immer die Schlussfolgerungen, die man so als Historikerin sieht. Gibt es weitere Fragen? Oder ist die Einstellung ja, ob mit Amus Studia, lass uns den Frühling genießen. Ich habe eine sehr frivole Frage, weil sie bezieht sich nicht auf den Inhalt, sondern auf der Form. Mir erstaunt es immer, wenn man sich mit dieser mittelalterlichen lateinischen Gedichte konfrontiert, wie ähnlich sie sind sogar in der poetischen Rhythmus und Struktur mit den Gedichten in vulgarer Sprache der Zeit. Also mir kommt zum Beispiel, wenn du die Carmina Burana gelesen hast, Gonzalo de Berceo sofort im Ohren. Ja. Oder sogar Archi in der Preste poetischen Struktur, ja. Die Preste de Ita. Die Leute hier kennen wahrscheinlich nicht, aber in Spanien lernt man vom Herzen in der Schule diese Gedichte. Und es ist nur eine Beobachtung, aber vielleicht gibt es etwas dazu zu sagen, wegen dieser Kontinuität zwischen lateinischer Literatur und Literatur in vulgarer Sprache. Also das ist kurioserweise diese Form, die uns so fremd erscheint, uns Altphilologen so fremd erscheint, uns Spanier scheint sie vertraut, ne? Kommt immer darauf an, was wir bedeutet, die ist spätantik. Also es gibt rhythmische Gedichte bereits in der Spätantike und die kommen daher, dass wir in der Spätantike den berühmten Quantitätenkollaps haben. Das heißt, man unterscheidet nicht mehr lange und kurze Silben und deswegen ist die traditionelle Metrik nicht mehr hörbar. Diese Unterschiede, die man zwischen langen und kurzen macht, die hörte man nicht mehr. Und das Iktieren, was man heute sagt, dass man einen Intensitätsakzent auf jedem Iktus setzt, das hat man erst im 18. Jahrhundert gemacht. Das ist etwas Neuzeitliches. Also Metrik zu genießen war eine Frage des Lernens in der Schule und des Übens. Und was man unmittelbar hörte, waren die Intensitätsakzente und deswegen beginnt man Rhythmen zu schreiben. Und bis zum 12. Jahrhundert hat man diese Technik wirklich zur Perfektion gebracht. Deswegen wollte ich mindestens ein wenig vorlesen, weil es wirklich für uns auch
unmittelbar genießbar ist. Und das ist ein Vorbild für die Lyrik in Fremdsprachen. Also im Französischen ist es dann nicht, kann man es nicht so umsetzen, aber im Spanischen oder im Italienischen kann man das. Aber das ist bezeichnet, weil du Gonzalo de Berceo genannt hast, das ist Mester de Clerecía. Also das ist dann die gehobene Dichtung, die Dichtung der Kleriker, ne? Die Dichtung, die gebildete Dichtung, so. Also was im Lateinischen mehr populär war, wird dann im Spanischen zur Bildungsdichtung. Also ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Panorama. Was ich mich gefragt habe, schon bei Althelm, und da hast du es ja auch beantwortet, also Allegorisierung spielt keine Rolle, sondern das ist irgendwie immer eben 1:1 gelesen, Mos es iste numinum irgendwie, das wird ja schon in der frühchristlichen Apologetik immer gegen diese Texte in Anschlag gebracht, und umgekehrt wäre es ja leicht gewesen, das irgendwo philosophisch aufzufangen. Also haben das die Iren dann gemacht, denen er offenbar moralische Schwäche unterstellt oder eben auch nicht gemacht, und spielt das generell eben kaum eine Rolle. Bei den Carmina Burana ist klar, irgendwie so kommen die auch rüber, das ist irgendwie ein sehr heiteres und diesseitiges Vergnügen, aber man würde vermuten, doch in intellektuellen Kreisen ist man mit den Mythen sicher auch anders umgegangen. Also du machst eine riesige Kiste auf, und das ist, deswegen habe ich gesagt, das ist ein Aspekt, weil da dachte, wie gesagt, ich musste mich nach meinem eigenen Titel orientieren. Aber der Vortrag, der hätte ganz anders aussehen können, nämlich wenn ich diese Allegorisierung dann genommen hätte. Weil das ist etwas, was zuerst mal in der Spätantike dann sehr kritisch gesehen wird. Also Augustinus sagt, dass diese Allegorisierung der Mythen, die soll man nicht machen, das ist nur eine Rechtfertigung und moralischer Geschichten, und die Allegorie, das suchen wir nur in der Bibel. Aber die Sache ist, dass es in der Schule weiterlebt, nämlich Servius. Nur Servius trägt das alles weiter, und in der Schule wird es weiter gepflegt. Und im 12. Jahrhundert redet man dann, diskutiert man intensiv darüber und entdeckt man in der Literatur eine Art, philosophische Inhalte zum Ausdruck zu bringen. Und zwar zum einen, indem man eben die Aeneis oder die Metamorphosen allegorisch deutet, aber zum anderen, indem man dann selber allegorisch schreibt. Und das ist dann die große allegorische Dichtung des Hochmittelalters, die dann am Ende zur Divina Commedia führt. Und man merkt es auch, und du hast dann der Was ist ein Klassiker erwähnt, das ist auch ein Aspekt, in dem die Mythen dann Langzeitwirkung entfalten, weil man im Mittelalter dann diese heidnischen Dichter, diese großen Dichter darin verteidigt, dass sie so viele Sinnebenen haben. Man sagt, man kann die Aeneis immer wieder lesen und man entdeckt so viel darin. Und es wird so wiederholt, wie es wirklich zu einem Markenzeichen für hochstehende Literatur hat, die mehr, hochstehende Literatur wird, Entschuldigung, also die Mehrdeutigkeit. Mehrdeutigkeit als ein Zeichen von literarischer Qualität. Und das entdeckt man da noch heutzutage. Also, zum Beispiel, es gibt ein Essay von Jorge Luis Borges, dem argentinischen Autor, Was ist ein Klassiker, wo der genau das sagt. Ein Klassiker zeichnet sich dadurch aus, dass wir ihn häufig lesen und jedes Mal eine andere Bedeutungsebene erkennen können. Also das hat eine alexandrinische Geschichte. Bitte schön. Können Sie da hochgehen, zu spät gesehen. Aber kurios ist, Althelm allegorisiert überhaupt nicht, weil der von Theodor ausgebildet wurde und der kam von dieser antiochenischen Auslegungsschule. Der macht nur historische Auslegung. Danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage mehr auf das Gefahrenpotenzial der Heidnischen. Können Sie die Maske? Ja. Bezüglich des Gefahrenpotenzials der heidnischen Erotik, die Sie angesprochen haben, vor allem im Frühmittelalter. Ist das der Sache geschuldet, dass das Christentum noch so jung ist und daher sich
noch irgendwie quasi Revier markieren muss und sagen muss, das ist jetzt die richtige Moral, deswegen verdrängen wir alles. Das ist die erste Frage. Und dann entsprechend folgend zeigt sich das während der Reformation, das ist dann natürlich wie später im Umgang mit den Klassikern wieder, dass dann die Reformatoren kommen und nochmal Revier markieren müssen und sagen, da gibt's gefährliches Potenzial in der Lektüre heidnischer Texte mit heidnischen Göttern. Also zum Frühmittelalter, zum ersten Teil zum Frühmittelalter, man ist dann wirklich tatsächlich im Frühmittelalter noch sehr stark in dieser spätantiken Tradition, da bewegt man sich in diesem Rahmen, wo man sich dann sehr stark wirklich auch von diesem heidnischen Glauben, von heidnischer Moral und so weiter abgrenzen will. Doch habe ich auch gleichzeitig den Eindruck, dass wir hier nur eine Seite der Geschichte sehen. Und das wird, also wir haben dann wirklich diese beeindruckenden Träume und diese ablehnenden Texte. Aber wenn wir in die Handschriften schauen, da schreibt man sehr viel mythografisches Material ab. Und ich meine, man hat es abgeschrieben, weil man es benötigt hat. Also hat man dann diese Texte gelesen. Nur habe ich den Eindruck, dass eben, dass man sich nicht so darüber äußert. Das sind die Rigoristen, die dann zur Sprache kommen und die überliefert werden. Aber die wären da, also die würden sich nicht so äußern, wenn die Texte nicht dann gelesen würden. Deswegen habe ich den Althelm genommen, weil meine, damit sein Schüler ihn versteht, da musste der Schüler wirklich die Geschichten schon kennen. Und Althelm selbst zitiert heidnische Dichter en masse. Also eines ist der Gestus, der sich geschuldet ist, das abzulehnen. Und eine andere Sache ist dann die tatsächliche Praxis. Und die zweite Frage mit der Reformation, also da kenne ich mich ja wirklich nicht so aus, aber was ich dann sagen kann, ist zu diesem Ganzen, ich denke, Sie haben einen Geschmack bekommen von dieser Lyrik des 12. Jahrhunderts. Also diese Lyrik kann wirklich sehr irreverent sein. Es wird alles parodiert. Es gibt Messparodien, es gibt natürlich Hymnenparodien, es werden eben Marienlitaneien für die Geliebte dann verwendet und so weiter und so fort. Das alles wird in der Reformation anstößig. Und da gibt's Sense. Zum Beispiel diese Satansprozesse, die du auch gelesen hast, die sind ja höchst unterhaltsam. Das ist der Teufel, der im Himmel erscheint, weil der sagt, Jesus habe ihn seinen Besitz gewaltsam entrissen und der möchte dann einen Prozess darüber führen. Und solange der Prozess geführt wird, will er dann wieder in den Besitz von seinem Eigentum dann kommen und so. Und das entspinnt sich und das wurde dann in der Reformationszeit, wurden die nicht mehr gelesen und sogar bei den Katholiken gerieten sie auf den Index. Also das ist die Neuzeit, die wird dann sehr, sehr empfindlich. Die manche diese Messparodien, die werden als blasphem dann kategorisiert und zack, weg. Und das war im Mittelalter kein Problem. Dasselbe wie die Neuzeit viel prüder ist als das Mittelalter. Das Mittelalter ist kein bisschen prüde. Das war ein peccata minuta. Also deswegen konnte man so offen und dann erotische Dichtung, die wirklich manchmal sehr, sehr explizit ist, schreiben, weil sagte, das berührt nur den Körper, das ist unwichtig. Also wichtig ist zum Beispiel die Geldgier, die berührt die Seele. Die war anstößig im Mittelalter. Bitte, hier noch eine Frage. Wenn es keine dringenden Fragen gibt, würde ich mit dieser letzten Frage jetzt die Runde schließen, aber Sie dürfen sich gerne noch im Anschluss melden. Ich habe nur eine kurze Frage. Vielen Dank für den erfrischenden Vortrag. Bei Althelm, welche Rolle spielt denn eigentlich auch die zur Schaustellung der eigenen Bildung? Der eigenen Bildung? Ja, genau. Ja, das sind dann wirklich dann so ganz grundsätzliche Fragen. Weil was ich faszinierend an diesem Mann finde, ist, der schreibt eine unglaubliche lateinische Prosa. Nicht nur ist die schwierig, die ist gekonnt.
Und da schreibt er als erster lateinischer Autor in Großbritannien. Und da fragt man sich, wieso fängt man an zu schreiben in Latein für ein Publikum, das gerade eben begonnen hat, Latein zu reden? Und dann macht man das in diesem Stil. Also diese Frage war meine Leitung dafür, dass ich in dem Stil nicht nur Strategien der Dunkelheit, sondern auch Strategien der Klarheit suchte. Und es gibt tatsächlich beides. Also man braucht Geduld, dann versteht man das. Auch diese vielen seltenen Wörter, die werden durch Synonymie, durch Parallelismus eigentlich nicht bis in Detail erklärt, aber dass man eine Orientierung hat. Und ich denke, dass diese auffällige Prosa auch eine soziale Wirkung hat. Zum einen sein Publikum in Latein zu bilden, aber das hätte er auch mit Texten von den Kirchenvätern machen können, sondern auch eine soziale Wirkung. Es ist wirklich eine Elite, die sich da bildet und durch die Beherrschung dieser Sprache sich auch abhebt von ihrer Umgebung. Und besonders interessant ist, dass der sein wirklich großes Prosawerk, groß nicht in dem Sinne von lang, sondern in dem Sinne von, das ist der Gipfel von seiner Prosa, das ist großartig, wie ein Kristallpalast ist das, wenn man durchgeht. Das ist 7 Nonnen gewidmet, von denen weiß eine, kennt man, die war Äbtissin, die anderen kennt man leider nicht, aber der hat ein Publikum in den weiblichen Klöstern. Und das sind gerade die Frauen, die eine Generation später für die Missionare in Deutschland, also Bonifaz, Lulus und Co., Handschriften abschreiben, ihnen zuschicken, ihnen Briefe schicken. Also der hat eine Wirkung erzielt mit dieser Prosa. Und die Handschriften, die spielen eine enorme Rolle bei der, es gibt im 10. Jahrhundert in England so wieder ein Aufblühen der lateinischen Kultur und da wird er abgeschrieben wie sonst was, glossiert, kommentiert. Der ist enorm wichtig für die englische Literatur in der Beziehung. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen das beantwortet. Also das wäre die soziale Einbettung. So. Gibt es eine letzte Frage aus Ihren Reihen? Sonst, bevor ich unserer Rednerin für die Diskussion und für den wunderbaren Vortrag danke, möchte ich noch auf die nächste Woche hinweisen. Am 5. April findet wieder hier ein Vortrag statt von Professor Dr. Sabine Schneider. Und da geht es um die Griechen von Otaheite, koloniale Projektionen im europäischen Klassizismus des 18. Jahrhunderts. Heute Abend gehe ich mit der Frage nach Hause, wie wir in Zukunft mit diesen Mythen und mit diesen Texten umgehen sollen. Das, was du ganz am Ende gesagt hast und wie wir sie in der universitären Lehre am besten einsetzen oder welche Kautelen wir in Zukunft anwenden müssen. Ich danke ganz herzlich für diesen Vortrag und für die angeregte Diskussion. Danke. Und wünsche Ihnen allen, dass Sie gut nach Hause kommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.